Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Bettina Schausten und ich begrüßen Sie zu einem Gespräch aus gegebenem Anlass mit dem Bundespräsidenten Christian Wulff, der ganz besonders in den letzten Tagen sehr heftig in die Kritik geraten ist. So ist es, und es gibt viele Fragen, Herr Bundespräsident. Schön, dass Sie hier ins Studio gekommen sind. Beginnen wir doch vielleicht einfach mal. Sie sind heute am ersten Tag wieder in Schloss Bellevue am Arbeitsplatz. Der Jahreswechsel liegt hinter Ihnen. Haben Sie in den letzten Tagen auch mal ernsthaft an Rücktritt gedacht? Nein, denn ich hatte die ganzen Wochen über große Unterstützung von vielen Bürgerinnen und Bürgern, meiner Freunde, auch der Mitarbeiter. Ich nehme meine Verantwortung gerne wahr. Ich habe sie für 5 Jahre übernommen und ich möchte nach 5 Jahren eine Bilanz vorlegen, dass ich ein guter, erfolgreicher Bundespräsident war. Und mache das mit Freude und aus Überzeugung und weiß, dass ich nichts Unrechtes getan habe, aber nicht alles richtig war, was ich getan habe. Waren Sie es bisher nicht? Ein guter Bundespräsident? Doch, aber es wird ja im Moment gerade über die letzten Wochen gesprochen und da steht es in Abrede und man muss am Ende nach 5 Jahren bewerten und beurteilen. Ich glaube auch vor 3 Wochen, über die ersten 1,5 Jahre wäre ein gutes Urteil rausgefallen. Dann kommen wir jetzt mal zu den Kritikpunkten, die Ihnen vorgeworfen werden. Sie haben in den letzten Tagen, sind Sie besonders in die Kritik geraten wegen der Anrufe beim Chefredakteur der Bild-Zeitung Kai Diekmann und beim Vorstandsvorsitzenden des Springer-Konzerns Herrn Döpfner. Ihnen wird Verletzung des Grundrechts der Pressefreiheit vorgeworfen. Sie sollen auf dem Band, was in der Mailbox, beide Herren bedroht haben. Sie sprechen von Kriegsführen, von einem endgültigen Bruch. Ist sowas nicht unwürdig für einen Präsidenten, der eine kritische Berichterstattung auf diese Art und Weise verhindern will? Der Anruf bei dem Chefredakteur der Bild-Zeitung war ein schwerer Fehler, der mir leid tut, für den ich mich entschuldige. Ich habe das auch so gleich nach Rückkehr aus dem Ausland persönlich getan, ist auch akzeptiert worden. Ich habe in der Erklärung vor Weihnachten mich ausdrücklich zum Recht der Presse- und Meinungsfreiheit bekannt. Und halte das für mein eigenes Amtsverständnis nicht vereinbar. Denn ich will natürlich besonnen, objektiv, neutral, mit Distanz als Bundespräsident agieren. Und ich möchte vor allem Respekt vor den Grundrechten, auch dem der Presse- und Meinungsfreiheit haben. Und habe offenkundig mich in dem Moment eher als Opfer gesehen, als denjenigen, der Bringschuld hat, gegenüber der Öffentlichkeit Transparenz herzustellen und auch berechtigte Fragen zu beantworten. Aber besonnen haben Sie gerade genannt, wollen Sie agieren. Das ist aber kein Zeichen von Besonnenheit, wenn dann ein Präsident einfach zu einem Telefonhörer greift und einen Chefredakteur mehr oder weniger auf der Mailbox beschimpft. Nein, ich muss mein Verhältnis zu den Medien herstellen, neu ordnen, anders mit den Medien umgehen, sie als Mittler stärker einbinden und anerkennen. Die haben eine wichtige Aufgabe in der Demokratie. Die Medien haben auch ihre Verantwortung, aber die müssen sie selber unter sich ausmachen. Vielleicht muss man die Situation auch menschlich verstehen, wenn man im Ausland ist, in 4 Ländern in 5 Tagen 10 Termine am Tag hat und erfährt, dass Dinge während dieser Zeit in Deutschland veröffentlicht werden sollen, wo man mit Unwahrheit in Verbindung gebracht wird, wo man also Vertrauensverlust erleidet. Dann muss man sich auch vor seine Familie stellen, wenn das Innerste nach außen gekehrt wird, private Dinge, ein Familienhausfinanzierung, wenn Freunde, die einen Kredit gegeben haben, in die Öffentlichkeit gezogen werden. Dann hat man Schutzfunktionen und man fühlt sich hilflos. Und ich habe dann gebeten, um einen Tag zu verschieben, die Veröffentlichung, damit man darüber reden kann, damit sie sachgemäß ausfallen kann. Und ich hatte vor meiner Auslandsreise, nachdem in meinem Umfeld im Dorf recherchiert worden war von den Redakteuren, es ging um Korruption, das hat das ganze Dorf aufgeschreckt, den Vertrag offengelegt, die Bedingungen gezeigt und die private Kreditgeberin genannt und war dann doch erstaunt, dass während meines Auslandsaufenthaltes die Veröffentlichung erfolgen sollte. Trotzdem, das ist keine Entschuldigung, das ist auch keine ausreichende Erklärung, aber vielleicht der Impuls, der dazu geführt hat, das wiederum ist menschlich, aber man muss eben als Bundespräsident die Dinge so im Griff haben, dass einem das eben nicht passiert. Und trotzdem ist man Mensch und man macht Fehler. Sagen Sie, an der Stelle haben Sie sich offenbar als Opfer gefühlt. Sie achten die Pressefreiheit, was schon ein bisschen erstaunlich ist, dass ein Bundespräsident das betonen muss. Nun hat man aber das Gefühl, das ist vielleicht nur ein Lippenbekenntnis. Wir haben ja auch gehört, dass Sie vor einem halben Jahr einen Redakteur der Welt am Sonntag auch bereits im Schloss Bellevue, sagen wir mal, bearbeitet haben, dass er eine bestimmte Berichterstattung nicht bringt. Wenn Sie die Erfahrung machen, dass privateste Dinge aus dem privatesten Bereich, zum Teil Jahrzehnte zurückliegend, aus einer schwierigen Kindheit, einer schwierigen Familie, öffentlich gemacht werden und Sie kurz vor Veröffentlichung mit den Fakten konfrontiert werden, dann ist es doch normal, dass man darum bittet, nochmal ein Gespräch zu führen. Und der Redakteur hat sich über die Gelegenheit gefreut, er hat mit mir gesprochen.
und es ist da nichts zurückgeblieben. Aber dass man die Möglichkeit hat, dort auch darüber ein Gespräch zu führen. Ich glaube, das würden Sie doch genauso sehen, wenn solche Dinge, wie sie damals im Raum standen, dann in die Öffentlichkeit gebracht werden. Das heißt, ich musste ja auch einen Lernprozess machen. Ich bin vom Ministerpräsidenten zum Bundespräsidenten ja sehr schnell gekommen. Ohne Karenzzeit, ohne Vorbereitungszeit. Das ging sehr schnell. Und ich bin aus Hannover nach Berlin gekommen. Und ich habe hier in Berlin, ja, aber trotzdem ist es noch was anderes, ob man als Ministerpräsident Akteur ist oder ob man als Staatsoberhaupt den präsidialen Anforderungen genügt. Nochmal die Nachfrage. Können Sie jetzt glaubwürdig zum Beispiel die Pressefreiheit in anderen Ländern, zum Beispiel auch in Ungarn, verteidigen? Ich habe das ja gerade getan, auch bei dieser Reise in der arabischen Welt und habe dort vor Studenten und Studentinnen gesagt, das ist schmerzhaft, das ist für die Betroffenen schmerzhaft, das kann für die Familien sehr schmerzhaft sein. Das ist eben auch dann der Preis der Popularität, der Bekanntheit, der Öffentlichkeit, dass man Dinge offenbaren muss, wo viele andere sagen, das würde ich doch niemals offenbaren. Ich möchte doch niemals, dass das über meine Stiefschwestern, Kinder, Verwandten, Geschichten in der Zeitung stehen. Und wir müssen auch aufpassen, dass überhaupt noch Menschen bereit sind, sich dieser Sache auch im Internet, wenn Sie da sehen, was da über meine Frau alles verbreitet wird an Fantasien, dann kann ich nur sagen, da müssen wir doch auch sehen, dass die Menschen noch bereit sind, sich der Öffentlichkeit zu stellen, in die Öffentlichkeit zu gehen. Insofern ist das ein schwieriges Feld. Aber ich sage, ich habe einen Fehler gemacht aus innerer Überzeugung. Ich hatte nun über Weihnachten Zeit, diese Dinge auch zu reflektieren und räume diesen Fehler ein, hatte ihn allerdings auch gleich nach Rückkehr in einer Entschuldigung gegenüber dem Chefredakteur zum Ausdruck. Müsste aber nicht umso mehr für einen Bundespräsidenten, der eben die Grundrechte ja nun vertritt und zu achten hat, der Versuch, unliebsame Berichterstattung im Vorhinein zu verhindern, tabu sein? Ich habe nicht versucht, sie zu verhindern. Ich habe darum gebeten, einen Tag abzuwarten und in der Berichterstattung aufzunehmen, dass ich den Vertrag offenbart habe, die private Kreditgeberin genannt habe und nicht zu berichten, man habe das recherchiert. Darüber gab es die Auseinandersetzung. Letztlich gibt es natürlich auch Persönlichkeitsrechte. Es gibt auch Menschenrechte selbst für Bundespräsidenten und auch deren Freunde, deren Angehörigen. Und ich möchte nicht Präsident in einem Land sein, wo sich jemand von Freunden kein Geld mehr leihen kann. Herr Bundespräsident, das würde ich auch mal sagen, sollten wir auch im Blick behalten. Ihre Glaubwürdigkeit hat ja vor allem deswegen Schaden genommen, dass Sie zwar immer vollständige Aufklärung in Ihren Fällen versprochen haben, die Fakten aber immer nur scheibchenweise herausgekommen sind und Sie nur scheibchenweise auf den Tisch gelegt haben. Warum diese Salamitaktik? Das war doch eigentlich auch unwürdig. Wenn Sie 400 Fragen bekommen, wir haben inzwischen 400 Fragen durch die von mir beauftragten Anwälte. Ich habe ja Anwälte gebeten, weil das Ganze nicht in meiner Amtszeit spielt. Das ist alles vorher, geht zum Teil in die 70er Jahre zurück, die Fragen, die da kommen. Und deswegen die Anwälte beauftragt, nicht das Bundespräsidialamt damit beschäftigt. Die haben jetzt rund 400 Fragen beantwortet. Alle sachgemäß, nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn Sie 400 scheibchenweise Fragen bekommen, wo Sie manchmal sich wirklich fragen müssen, was sich dahinter verbirgt, dann können Sie auch nur scheibchenweise antworten. Die Grunddaten der Finanzierung unseres Einfamilienhauses habe ich von Anfang an genannt, mit der privaten Finanzierung, mit der Geldmarktfinanzierung, mit der Umwandlung in langfristige Hypothekenfinanzierung. Alles ist erwähnt in der ersten Erklärung nach Rückkehr aus dem Ausland. Aber am Anfang stand eine Auskunft an den Niedersächsischen Landtag, die, sagen wir mal, mindestens unvollständig war. Sie haben das eingeräumt, haben sich dafür auch entschuldigt. Aber warum haben Sie nicht von Anfang an klipp und klar gesagt, dass Herr Egon Gerkens auch in dieses Kreditgeschäft, an diesem Kreditgeschäft beteiligt war? Ja, das ist ja nun langsam auch, finde ich jedenfalls, sehr, sehr klar. Frau Gerkens hat mir das angeboten, hat mir die 500.000 Euro zur Verfügung gestellt von ihrem Konto. Ich habe auf ihr Konto die Zinsen gezahlt und auf ihr Konto ist der Betrag von der Bank dann abgelöst. Aber warum diese spitzfindige Ich habe bereits am 15. Dezember gesagt, dass Herr Gerkens der langjährige Freund ist seit Schulzeiten, väterlicher Freund, den ich seit 35 Jahren als Begleiter habe und der auch die Verbindung zur Bank hergestellt hat, was dann auch als Neuigkeit verkündet wurde. Im Landtag hätte ich sagen sollen, es ist zwar nicht nach Frau Gerkens gefragt, sondern nach Herrn Gerkens, seinen Firmen, seinen Unternehmungen. Da habe ich keine Beziehung. Aber ich räume hier ein, dass ich Beziehungen zu Frau Gerkens habe. Das hätte ich sagen sollen. Wenn ich es heute noch mal entscheiden könnte von vornherein, dann würde ich heute in dem Moment, wo ich das Haus kaufe, ein Interview geben und sagen, ich habe dieses Haus gekauft mit Hilfe von Freunden, die mir für die Anfangszeit und die Sanierung Geld zur Verfügung gestellt haben, ordentlich verzinst. Warum haben Sie es denn nicht gesagt? Weil es Ihnen unangenehm war?
In einer parlamentarischen Auseinandersetzung, wenn sozusagen die aufgebrachte Stimmung ist über ein Upgrade beim Urlaubsflug mit ihrer Familie und sie dann dort die Dinge einräumen, die sie nicht einräumen müssten, nicht eingeräumt habe, wo sie Urlaub gemacht haben zum Beispiel, und dann diese weitergehenden Fragen kommen, dann stehen sie immer unter der Abwägung, was ist privat, was ist öffentlich, was muss hier genannt werden und was geht nicht alle etwas an. Ich glaube, diese Erfahrung, dass man die Transparenz weitertreiben muss, die setzt auch neue Maßstäbe. Morgen früh werden meine Anwälte alles ins Internet einstellen. Mhm. Dann kann jede Bürgerin, jeder Bürger jedes Detail zu diesen Abläufen sehen und bewertet sehen, auch rechtlich. Und ich glaube nicht, dass es das oft in der Vergangenheit gegeben hat. Und wenn es das in Zukunft immer gibt, wird das auch unsere Republik offenkundig auch zu mehr Transparenz positiv verändern. Sie haben gerade die Bank erwähnt, die BW-Bank in Baden-Württemberg. Herr Gerkens war es ja wohl auch, der dort für Sie ein gutes Wort eingelegt hat. Sie haben einen Privatkredit bekommen zu ungewöhnlich günstigen Bedingungen, über den jeder normale Bürger ja eigentlich nur neidisch sein kann. Wie kam es zu diesen besonderen Konditionen und haben Sie eigentlich eine Sicherheit gegeben für Ihr Kredit? Es sind ganz normale, übliche Konditionen. Das ist keine Immobilienfinanzierung, keine Hausfinanzierung, sondern es ist eine Kreditmarktbereitstellung, jeweils immer für 3 Monate. Und man muss es doch sehen, 2008 war die Bankenkrise, da wollte Frau Gerkens das Geld bei mir anlegen zu diesen Zinsen, weil in der Bankenwelt das so auch gar nicht ohne weiteres realisierbar war. Dann sind wir zur Bank gegangen auf Vermittlung von Herrn Gerkens. Die machen eine Bewertung der Sicherheiten, Steuererklärung, Doppelverdiener, Einkommensverhältnisse, keine sonstigen Kredite, 2 unbelastete Immobilien, also eine insgesamt 60% Finanzierung. Und dann bewerten die das Risiko. Und bei dieser Sicherheitenlage, die ich natürlich nachgewiesen habe mit all den Unterlagen, mit dem Sachverständigengutachten über das Haus, was sie haben anfertigen lassen, gibt es dann diesen Zinssatz angekoppelt an den Geldmarktzins. Das gesamte Zinsentwicklungsrisiko lag doch bei mir, habe ich doch getragen alle 3 Monate. Wie sind Sie eigentlich auf die BW-Bank gekommen? Hat das etwas mit Ihrem Aufsichtsratsmitgliedschaft bei VW zu tun? Denn in der Zeit der Übernahme, also durch Porsche, da war die BW-Bank ja in große Schwierigkeiten geraten. Nach meiner Kenntnis nicht. Über Aufsichtsratsangelegenheiten darf ich ja nicht reden. Da kann nur der Aufsichtsratsvorsitzende reden. Wenn ich das richtig erinnere, hat die VW-Unternehmung mit allen Banken in Deutschland Kontakte. Das heißt, ich könnte als Aufsichtsrat von Volkswagen mit keiner Bank mehr überhaupt ein Geschäft machen. Wenn ich es richtig sehe, geht es da immer um die LBBW und nicht um die BW-Bank. Und die BW-Bank war Bank von Herrn Gerkens und hat gesagt, wir sind auch interessiert, uns die Sache bei Herrn Wulff anzugucken. Und sie haben dann dieses Geldmarktangebot gemacht. Das ist so, wie andere die Bedingungen auch haben. Die Sicherheitenlage hat das so hervorgebracht. Und dann haben wir es umgewandelt auf Empfehlung der BW-Bank. Ja. Nach dem Motto, jetzt steigen die Zinsen. Und am 25.11. haben wir es umgewandelt, haben uns geeinigt. Die haben sich abgesichert an den Finanzmärkten für diesen Kredit. Und zum 16. Januar wird er jetzt umgewandelt in langfristiges Darlehen. Mhm. Am 15. Dezember bleiben wir an dem Punkt nochmal. War es so, dass Sie auch schon erklärt haben, dass Sie nun, wie Sie gesagt haben, inzwischen das Ganze in ein langfristiges Bankdarlehen festgeschrieben hätten? Und da ist wieder so ein Punkt, Herr Bundespräsident, dass man das Gefühl hat, Sie müssen auch zur Transparenz getrieben werden. Denn es gab bis dato eben noch keine Unterschriften. Sie haben den Eindruck erweckt, das ist längst alles schon in trockenen Tüchern gebracht. Aber das beginnt eben jetzt überhaupt erst am 16. Januar und auch das müssen dann erst Medien sozusagen Ihnen wieder nachweisen. Dadurch also entsteht der Eindruck von scheibchenweiser Salamitaktik. Ja, ich glaube, manchmal ist auch sozusagen die Suche vielleicht auch von einem Misstrauen geprägt, was die Sachlage nicht rechtfertigt. Denn wenn Sie am 25. November sich geeinigt haben und die Bank das eingebucht hat, sich dafür abgesichert, dann ist der Vertrag geschlossen am 25.11. Dass der dann noch sozusagen vertraglich unterschrieben wird, die Bank mir das zuschickt, ich das zurückschicke, ist eine Durchführung, die aber gar nicht notwendig ist, weil ein mündlicher Vertragsschluss reichen würde. Es gilt auch Handschlagqualität in diesem Bereich, wenn man sich mit einer Bank verständigt. Herr Bundespräsident, Sie haben, die einen sagen, das waren ziemliche Zinsvorteile, Sie sagen nein, aber es gibt auch teilweise unbezahlte Urlaube bei Industriellen. Kritiker werfen Ihnen da nun einen Verstoß gegen das niedersächsische Ministergesetz vor. Der SPD-parlamentarische Geschäftsführer Thomas Oppermann fordert Sie nun auf, diese Frage durch Sie selbst klären zu lassen. Werden Sie dem nachkommen? Die Landesregierung wird dazu sich äußern und dann ist jedem freigestellt, den Staatsgerichtshof anzurufen. Es ist eindeutig kein Verstoß gegen das Ministergesetz, weil diese, wo ich gewohnt habe, in fast 10 Jahren, 6 Mal oder so, das sind Freunde, die ich aus Schulzeiten habe. Und wenn aus einem netten Menschen mit seiner Frau, die einen Süßwarenladen auf Norderney haben,
ein Luxusferiendomizil wird, die ein Gästezimmer haben und wir in diesem Gästezimmer Urlaub machen, wo selbst dort noch vor der Tür Fotografen sozusagen dann sind, um die Familie im Urlaub zu fotografieren, dann ist es so, dass wenn die bei uns in Berlin sind, wir keine Rechnung stellen für die benutzte Bettwäsche. Und wenn wir bei denen auf Norderney sind, die kenne ich seit dem 14. Lebensjahr. Sie waren auch Gast bei einem Vorstandsvorsitzenden einer großen deutschen Versicherungsfirma. Mit dem ich seit Jahren eng befreundet bin, der ausgeschieden ist, der heute sozusagen Pensionär ist. Und der gesagt hat, wenn Sie jetzt gerade die Scheidung geheim gehalten haben, die Hochzeit geheim gehalten haben und alle sozusagen Ihnen auf den Fersen sind, dann... Haben Sie kein Unrechtsbewusstsein gehabt, als Ministerpräsident einladen zu lassen bei Freunden? Wenn man als Ministerpräsident keine Freunde mehr haben darf und wenn alle Politikerinnen und Politiker in Deutschland ab sofort nicht mehr bei Freunden übernachten dürfen, sondern wenn sie bei den Freunden im Gästezimmer übernachten, nach einer Rechnung verlangen müssen, dann verändert sich die Republik zum Negativen. Davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen stehe ich zu diesen 6 Urlauben bei Freunden auf Norderney oder 5, 6 Tage dort in Italien oder 7 Tage bei Freunden, mit den Freunden zusammen zu kochen, zu frühstücken, im Gästezimmer zu schlafen. Da erhebe ich auch keine Rechnung, wenn mich die Freunde hier in Berlin besuchen. Mhm. Aber da hätten Sie natürlich auch sagen können, ich gebe euch mal pro Nacht 150 Euro. Sowas, was spricht dagegen eigentlich? Machen Sie das bei Ihren Freunden so. Dann unterscheidet sie das von mir in dem Umgang mit den Freunden. Jetzt als Bundespräsident habe ich ja gesagt, war es ein Fehler, überhaupt bei einem Unternehmer zu übernachten. Was sagen Anfang Sie eigentlich Juli? Ihren Beamten? Oder was sagen Sie den Beamten, die, dass wenn die sie Beamten sowas bei machen ihren würden, Freunden übernachten dürfen? Nein, dass sie bei, ich sag mal, möglichen Verhandlungspartnern, es gibt ja auch das den Anschein, genau es gibt ja auch den Anschein. Genau der Unterschied. Was sagen Sie den Beamten, die da möglicherweise genau der Unterschied, wenn es dienstliche Kontakte gibt, wenn es in Bezug auf das Amt geleistet wird, dann kommt es überhaupt nicht in Frage. Mhm. So ist genau die Regelung. Aber dies wird nicht in Bezug aufs Amt gemacht, denn ich bin in Norderney schon gewesen oder in Spanien, als ich noch gar nicht im Amt war. Ich kenne den Herrn Gerken, seit ich 14, 15, 16 bin. Den kannte mein Vater, der war mit dem eng befreundet. Und wenn man den seitdem kennt und den besucht hat und der uns besucht hat und man sich lebenlang begleitet, dann ist das nicht auf das Amt bezogen, sondern dann ist das eine private Beziehung, die auch Politiker möglich sein muss. Wenn wir mal alles zusammennehmen, ist natürlich ein Problem auch, Herr Bundespräsident, dass Sie in der Vergangenheit allerhöchste Maßstäbe selbst an alles angelegt haben. Ich darf Sie einmal zitieren im Zusammenhang mit Johannes Rau, der damals mit einer Flugaffäre konfrontiert war. Es ging um die Flugbereitschaft der WestLB. Da haben Sie gesagt, es ist tragisch, dass Deutschland in dieser schwierigen Zeit keinen unbefangenen Bundespräsidenten hat, der seine Stimme mit Autorität erheben kann. Man findet noch viele andere entsprechend hochstehende Sätze von Ihnen. Haben Sie noch diese Unbefangenheit? Haben Sie noch Autorität jetzt? Also wir müssen alle hohe Ansprüche haben, in dem Wissen, dass wir alle fehlbar sind. Und natürlich denkt man viel jetzt über die Bibelstelle nach. Derjenige, der ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und alle gingen bei dieser Steinigung. Weil allen klar wurde, also Vorsicht, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen andere auf dich selbst. Insofern wird man auch lebensklüger. Und heute kann ich Johannes Rau besser verstehen, als ich ihn damals verstanden habe. Und man wird auch ein bisschen demütiger. Man wird lebensklüger und man muss aus eigenen Fehlern lernen. Und gerade die Glaubwürdigkeit, die man als Bundespräsident braucht, die wird man nur zurückerlangen, wenn man auch im Umgang mit seinen eigenen Fehlern Lernfortschritte unter Beweis stellt. Darauf wird es jetzt ankommen, gerade auch bei Diskussionen mit jungen Leuten. Wir machen in diesem Jahr einen Jugendtag zur Stärkung der Demokratie oder bei anderen Aktivitäten, dass man auch selber berichtet, wie schnell man sozusagen in der Frage sein kann, privat, beruflich, politisch Verantwortung an.